Es war eine der größten Naturkatastrophen der Geschichte. Ausgelöst durch ein Erdbeben kommt es am zweiten Weihnachtsfeiertag 2004 zu einer gewaltigen Sturmflut. 230.000 Menschen in Indonesien, Thailand und 12 weiteren Ländern sterben durch die Flut. Oft ist es schwer, die Toten zu identifizieren. Es werden Fingerabdrücke und Gewebeproben genommen, aber nur Spezialisten wissen, sie zu deuten. Michael Zokos reist in das Katastrophengebiet. Er arbeitet im Auftrag des Bundeskriminalamtes inmitten von Verwesungsgeruch und unermesslichem Leid. Unser Ziel ist es, den Familien ihre Toten wiederzugeben. Ausnahmezustand auch für Zokos. Er arbeitet nicht wie sonst in gekühlten, geschlossenen Laborräumen, sondern in brütender Hitze. Die Leichen werden so gut es geht mit Trockeneis gekühlt. Natürlich machen die Temperaturen nicht nur uns zu schaffen, sondern auch fördern natürlich auch den Verwesungsprozess der Leichen. Also im Moment würde ich sagen, ist das wahrscheinlich einer der härtesten Jobs der Welt, den die Teams hier zu verrichten haben. Es war auch für ihn der schlimmste Job, den er jemals gemacht hat. Herzlich willkommen bei Planet Wissen. Ja, das ist natürlich nachvollziehbar ein extrem belastender Job. Und an dieser Stelle schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Professor Michael Zokos. Schönen Tag. Nachdem Sie dann aus dem Katastrophengebiet zurück waren, wie haben Sie es geschafft, all das, was Sie dort erlebt haben, all diese Bilder wieder aus dem Kopf zu kriegen? Also das hat in der Tat einige Wochen gedauert, bis ich wieder im normalen Alltag angekommen war. Das ist ja für mich nun nichts ganz Neues gewesen. Ich war vorher auch in Bosnien, im Kosovo, habe da die Opfer aus dem Jugoslawienkrieg identifiziert und hatte insofern schon Erfahrung mit Leichen, die längere Zeit Witterungseinflüssen ausgesetzt waren, die ich identifizieren musste. Aber diese Massivität war schon was Besonderes. Und das ist einfach im Alltag mit den Kollegen wieder im Job zurück zu Hause. Da ist das so langsam gewichen, dieser Eindruck, der immer über einem schwebte, dieses Gefühl, ich habe die Apokalypse gesehen. Das war tatsächlich so, dass man nach Hause kam und dachte, wie kann es hier ganz normal weitergehen? Und nur 10.000 Kilometer entfernt ist das Leben für viele Menschen völlig aus den Fugen geraten. Also die Hölle sozusagen. Ne? Sie leiten das Institut für Rechtsmedizin an der Charité in Berlin und Sie sind darüber hinaus einer der bekanntesten Rechtsmediziner Deutschlands. Trotzdem helfen Sie eben in solchen Katastrophengebieten. Was ist das, was Sie dorthin treibt? Was motiviert Sie, dort auch zu helfen? Es ist tatsächlich, das ist jetzt ja schon über 10 Jahre her, dass ich dieses Interview da gegeben habe. Das ist aber auch tatsächlich nach wie vor die Motivation, den Menschen oder den Toten ihren Namen wiederzugeben und vor allen Dingen auch den Angehörigen ihre Verstorbenen wiederzugeben. Denn ich weiß aus meiner eigenen Berufserfahrung mit Angehörigen, und das kann sich wahrscheinlich jeder von uns auch vorstellen, wenn sie nicht wissen, ob derjenige tot ist oder lebt, dann kommen sie nie zur Ruhe. Und man kann nur mit der Trauerarbeit anfangen, wenn man tatsächlich über den Tod oder über den Verbleib des geliebten Menschen Bescheid weiß. Und das ist hier auch tatsächlich die Motivation, nicht nur von mir, sondern auch von den anderen Rechtsmedizinern. Wir holen die Verstorbenen zurück nach Hause, wir geben ihnen einen Namen. Und die besonders erschwerten Situationen oder Faktoren waren zum einen die Hitze, der Zustand der Leichen. Was war es noch? Was das Ganze? Ja, die gesamte Logistik, da ist ja kein Land der Welt, also weder Thailand, auch mitten in Europa wären wir das nicht, darauf eingestellt, mit mehreren hunderttausend Toten umzugehen. Es kam dann der Irrglaube, es könnten Infektionen von den Verstorbenen ausgehen. Das war nicht der Fall oder ist auch nie der Fall. Infektionen gehen immer nur von Lebenden aus. Aber auch dieses Handling mit den Verstorbenen. Und in den ersten Tagen, in denen wir da waren, kamen ja wirklich jede Stunde tausende neue Tote dazu, die entweder irgendwo gefunden wurden oder die in Krankenhäusern verstarben. Und allein diese Logistik, die zu sezieren, zu kühlen, die Verstorbenen, das zu dokumentieren, das war schon eine Riesenherausforderung. Das war eigentlich so eins der Hauptprobleme in den ersten Wochen, bis sich das eingespielt hatte. Dann kommen wir jetzt mal wieder ein bisschen von Thailand weg zu Ihrem Alltag. Wir gucken mal, wie Ihr Alltag aussieht. 2008 kam Michael Zokos aus Hamburg nach Berlin und übernahm die Leitung der Rechtsmedizin der Charité, des ältesten und renommiertesten gerichtsmedizinischen Instituts Deutschlands. Berlin ist die Stadt mit den meisten Morden im Land. 43 Menschen wurden 2014 in der Hauptstadt umgebracht. Fast 90% der Morde kann die Berliner Polizei aufklären, auch dank der Rechtsmedizin. Die Haarfarbe blond, die Haare im Nackenbereich mit einem Haargummi
fixiert. Punkt. Sämtliche Zähne, das obere Gelenkstück und der Kiefer ist vorhanden, Komma festsitzend. Ein wichtiges Instrument der Rechtsmediziner ist die DNA-Untersuchung. Sie dürfen nicht alles analysieren, aber sie können durch die Laborarbeit das Geschlecht des Toten bestimmen und auch, ob er aller Wahrscheinlichkeit nach aus Mitteleuropa, Schwarzafrika oder Asien stammt. Ein einziges Haar kann Aufschluss darüber geben, ob Drogen oder Gift im Spiel waren. Das Rechtsmedizinische Institut der Charité leistet heute moderne Laboranalysen. Aber es gibt nicht nur Fortschritte. Zu DDR-Zeiten wurden 40% aller Toten obduziert. Heute sind es in Gesamtdeutschland nur 2-3%. Woran liegt das? Ja, das ist doch erstaunlich. Woran liegt's? So wenig. Es liegt einfach an den Kosten, dass Obduktionen Geld kosten und die Staatskassen knapp sind in Deutschland und eben gerade dieser Justiztopf nicht besonders gut befüllt ist. Und deshalb gibt es tatsächlich Regionen, in denen teilweise mehr exhumiert wird, das heißt Leichen enterdigt werden, als im Vorfeld obduziert wird, was natürlich dann im Nachhinein teurer ist. Aber es ist eigentlich einfach nur ein Kostenfaktor. Und war das denn damals in der DDR anders, weil wir ja doch andere Zahlen da gehört haben? In der DDR gab es eine andere Gesetzgebung, da gab es sogenannte Verwaltungssektionen, die unterhalb der Schwelle gerichtliche Sektionen angesiedelt waren, die aber eben eine sehr hohe Obduktionsrate garantierten und auch den klinischen Obduktionen, die heutzutage in der Pathologie kaum noch durchgeführt werden, stand man da viel offener gegenüber. Und deshalb gab es tatsächlich in der damaligen DDR weitaus weniger ungeklärte Todesfälle. Mhm. Am meisten ist in der Richtung in Berlin zu tun, haben wir ja gehört. War das ein Grund für Sie, da hinzugehen? Oder? Also da gab es mehrere Gründe. Einmal war in Hamburg für mich der Weg nach oben zu Ende. Da ging es nicht weiter. Ich war da Oberarzt, Professor. Und da war natürlich der Ruf nach Berlin eine Riesenchance. Erstmal, das haben wir auch im Beitrag eben gehört, der älteste Lehrstuhl in Deutschland. Und natürlich auch der renommierteste als Charité. Und natürlich, was ein Rechtsmediziner auch reizt, sie haben das gesamte Spektrum der nicht natürlichen Todesfälle. Mit den meisten Tötungsdelikten in ganz Deutschland sieht man da wirklich das ganze Programm. Wir führen über 2000 Obduktionen durch. Und das ist für jemand, der seinen Beruf liebt, wie ich das tue, tatsächlich natürlich sehr reizvoll. Gibt es denn da wirklich Besonderheiten der Städte? Also gibt es was in Berlin, was es in Hamburg nicht gibt? Ist doch auch eine Großstadt. Ja, aber es gibt schon in Berlin gewisse Parallelwelten, Parallelgesellschaften. Wir haben viel mehr unbekannte Tote, auch nach Tötungsdelikten, die eben zum Beispiel aus benachbarten osteuropäischen Ländern nach Berlin gekommen sind, bei denen die Identität gar nicht so klar ist. Das war in Hamburg zum Beispiel anders. Oder was mir in Berlin auch gleich aufgefallen ist, nachdem ich gekommen bin, ist, dass wir sehr viele hochgradig fäulnisveränderte Leichen obduzieren. Das heißt Menschen, die tatsächlich völlig unbemerkt von anderen in ihrer Wohnung gestorben sind, weil sie eben sozial isoliert lebten. Und das ist schon doch ein Unterschied zu Hamburg gewesen. Ja. Im Film gerade eben hieß es, dass Rechtsmediziner bei der Genanalyse nicht alles analysieren dürfen. Was dürfen die denn zum Beispiel nicht analysieren? Wir dürfen nicht die kodierenden Abschnitte des Genoms untersuchen, wo sich Informationen über zum Beispiel Erbkrankheiten befinden, über besondere körperliche Merkmale, sondern wir untersuchen nur eigentlich den in Anführungsstrichen Abfall, nämlich die nicht kodierenden Areale. Und warum? Was ist der Grund dafür, dass Sie das nicht dürfen? Ja, das kommt auch so ein Stück weit aus der deutschen Geschichte, aus der NS-Zeit, Stichwort lebensunwertes Leben, Krankheiten, Eugenik. Und damit will man eben verhindern, dass der Staat oder derjenige, der das in Auftrag gibt, diese Untersuchung, etwas über Krankheitsursachen oder Krankheitsanlagen bei Individuen erfährt. Und ich halte das für ein sehr gutes Gesetz, dass das eben nicht erlaubt ist. Denn das geht tatsächlich niemandem etwas an, ob der nun im späteren Alter einen schweren Diabetes entwickeln wird oder nicht. Das hat für die Polizei oder für die Strafverfolgungsbehörden tatsächlich keinerlei Bedeutung. Dann lassen Sie uns noch mal zur Tat schreiten. Wir haben da drüben einen Obduktionstisch aufgebaut. Mich würde jetzt interessieren, erstmal, wo obduzieren Sie überhaupt? In den Kliniken, in der Pathologie oder sogar am Fundort der Leiche? Also wir sezieren, wir gehen zwar an den Fundort der Leiche, an den mutmaßlichen Tatort und führen dort Untersuchungen, Todeszeitbestimmungen durch, was für eine Waffe kommt hier in Betracht, diese Verletzung verursacht zu haben. Aber wir obduzieren tatsächlich bei uns in der Rechtsmedizin. Mhm. Okay. Und was sind da die ersten Schritte? Ja, die ersten Schritte sind
dass man sich eben den Leichnam von oben nach unten einmal anguckt im Rahmen einer äußeren Leichenschau. Man würde jetzt hier eben gucken, mit Handschuhen natürlich an den Händen, findet sich hier zum Beispiel Blut in der behaarten Kopfhaut? Ist hier irgendwie das Genick falsch beweglich? Gibt es hier Frakturen im Bereich der Nase? Dann schauen wir mit einer Pinzette in die Augenbinde heute, finden sich dort punktförmige Blutungen als Zeichen eines Angriffes gegen den Hals, als Zeichen einer Strangulation. Das ist für uns der wichtigste Hinweis. Und dann gucken wir tatsächlich von oben nach unten, sind irgendwo Verletzungen zu sehen. Abwehrverletzungen zum Beispiel, dass jemand sich vor Schlägen geschützt hat. Finden sich Strommarken an der Innenseite der Hände. Finden sich Verfärbungen im Bereich der Nagelbetten, die auf eine Kohlenmonoxidvergiftung hinweisen können. Und wir gucken natürlich auch nach den Zeichen des sicheren Todes, nach der toten Starre, nach den toten Flecken und auch nach der Leichenfäulnis. Sie öffnen die Leichen dann auch? Ja. Mit einem ganz bestimmten Schnitt? Ja. Und entnehmen dann die Organe? Und was machen Sie damit? Also zunächst setzen wir einen sogenannten Y-Schnitt. Ja. Dieser Y-Schnitt verläuft einmal kragenförmig am Halsoberkörper und dann ein gerader Schnitt in der Senkrechten, der sich hier eben anschließt. Ja. Und dann können wir eben die Haut und das Unterhautfettgewebe zur Seite präparieren, können dann mit einer Rippenschere den Brustkorb öffnen und die einzelnen Organe entnehmen. Und es ist eben in der deutschen Strafprozessordnung vorgeschrieben, dass wir alle drei Körperhöhlen, Kopfhöhle, Brusthöhle, Bauchhöhle öffnen und alle Organe sezieren. Das heißt, wir können jetzt nicht aufhören, wenn wir jetzt einen Herzinfarkt gefunden haben, sondern wir brauchen eben die komplette Zusammenschau der Befunde. Und sämtliche Organe gehen danach wieder in den Körper zurück. Man sieht tatsächlich, wenn der Verstorbene oder die Verstorbene ein Totenhemd trägt, danach nichts mehr von der Obduktion. Das heißt, deshalb dieser Kragenschnitt, das Totenhemd geht bis hier. Sie sehen die Naht, die sauber gemachte Naht nicht. Auch hier in der behaarten Kopfhaut der Schnitt, wird die Kopfhaut nach vorne gezogen. Auch da sehen Sie nichts. Das heißt, auch der Verstorbene oder die Verstorbene kann dann aufgebahrt werden. Das sieht man ja in vielen Krimis, ne? Diese Naht, die dann so stümperhaft vernäht ist. Das ist in Wirklichkeit gar nicht so. Nein. Das ist wirklich, man sieht natürlich die Naht, die ist aber sehr sauber gemacht und wirklich sehr fein gestochen. Aber der Vorteil ist eben, dass der bekleidete Leichnam, dem ist eben nicht anzusehen, dass eine Obduktion stattgefunden hat. Ja. Gibt es so eine bestimmte zeitliche Range, in dem man einen Toten obduzieren muss? Wann macht es noch Sinn, wann macht es gar keinen Sinn mehr? Also eigentlich macht es immer irgendwelchen Sinn, wenn derjenige natürlich nicht kremiert ist. Wenn jemand verbrannt ist, wenn nur noch Asche da ist, dann macht es keinen Sinn. Aber wir führen auch teilweise Exhumierungen nach vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten durch und können manchmal eben noch Aussagen dazu treffen. Wir finden auch zum Beispiel viele Knochen aus dem Weltkrieg, aus dem Zweiten Weltkrieg in Berlin, die zu uns gebracht werden. Und da können wir teilweise eben immer noch was zur Identifizierung sagen. Auch ist es hier ein sowjetischer Gefallener oder ein deutscher Gefallener. Oder auch gerade Exhumierungen nach 10, 15 Jahren, da lassen sich auch noch die meisten Gifte nachweisen. Also eine Exhumierung oder eine Obduktion auch nach vielen Jahren macht immer Sinn. Wann öffnen Sie eigentlich den Schädel? Also wann gucken Sie sich das Gehirn an? Auch im Rahmen der Obduktion. Das ist jetzt nicht in den einzelnen Schritten festgelegt, ob ich erst, erst den Kopf untersuche oder erst die Brusthöhle. In der Regel. Gehört das zum Standard? Ja, es gehört zum Standard. Und das ist auch in der Strafprozessordnung für gerichtliche Obduktionen, also die von Rechtsmedizinern durchgeführt werden, tatsächlich vorgeschrieben. Das Gehirn wird immer entfernt. Ah, ich dachte, das wäre nur in speziellen Fällen so. Nee. Interessant. Was sind denn die häufigsten Todesursachen, auf die Sie stoßen? Also wir obduzieren ja zum Beispiel in Berlin ein ganz breites Spektrum. Das heißt, wenn jemand tot in der Öffentlichkeit aufgefunden wird, in einem Park, auf einer Parkbank liegend oder in einem Gebüsch oder tot im Bus ist, dann obduzieren wir den auch. Und deshalb haben wir relativ viele natürliche Todesursachen. Da sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen tatsächlich führend. Aber wenn es um die ungeklärten Todesfälle geht, bei denen dann eben ein nicht natürlicher Tod festgestellt wird, da gibt es ja die verschiedensten Ursachen, Suizid, Unfall oder Tötungsdelikt, dann ist das bei Suiziden am häufigsten Erhängen und Sturz aus der Höhe. Bei den Unfällen, Verkehrsunfälle insbesondere von Radfahrern oder Fußgängern und bei den Tötungsdelikten ist es tatsächlich am häufigsten sind das Stichverletzungen. Es wird ja immer wieder, gerade im Tatort sieht man das ja häufig, dass es immer die Schusswaffe, die eingesetzt wird. So viele Schusswaffen gibt es in Deutschland gar nicht und das sind tatsächlich Messer, die mitgeführt werden und Stichverletzungen sind die häufigste Ursache von Tötungsdelikten in Deutschland. Mhm. Eine Sache muss ich noch fragen, da haben wir uns nämlich ein bisschen beim Aufbau hier von diesen ganzen Sachen gestritten. Kommen die Leichname alle schon entkleidet zu Ihnen oder haben die manchmal auch noch Kleidung an? Manchmal haben sie auch noch Kleidung an. Also in der Regel sollte der Leichnam natürlich nach einer ärztlichen Leichenschau, wenn ein Arzt eine Leichenschau durchführt, unbekleidet sein. Denn sonst kann er sich ja gar nicht von den gesamten Gegebenheiten der Körperoberfläche ein Bild machen. Wenn es sich um einen
direkt erkennbares Tötungsdelikt handelt, dann kommt der Leichnam bekleidet zu uns und wird dann auch tatsächlich bekleidet auf den Sektionstisch gelegt. Und dann führen wir zusammen mit den Kriminaltechnikern der Spurensicherung diese Entkleidung durch und die Spurensicherung. Das heißt also, es werden dann Abklebungen durchgeführt auf Faserspuren für DNA. Es werden die Fingerabdrücke genommen. Es wird fotografisch dokumentiert. Aber das ist eben schon häufig, dass dann Leute auch bekleidet bei uns oder Verstorbene bekleidet auf dem Sektionstisch liegen. Gut, danke erstmal bis hierhin. Wir gucken uns nochmal die Breite Ihres Aufgabengebiets an, denn Sie werden ja nicht nur aktiv, wenn es um Mord und Totschlag geht. Selig- und Heiligsprechungen sind die höchsten Auszeichnungen für gläubige Katholiken. Nur der Papst kann sie aussprechen, zuletzt 2014. In Rom sprach er Johannes den 23. und Johannes Paul den 2. heilig. Als Johannes Paul II. 1996 in Berlin zu Besuch war, ehrte er zwei deutsche Widerstandskämpfer. Dass die Diener Gottes künftig Selige genannt werden. Selig oder heilig kann ein Mensch erst nach seinem Tod gesprochen werden. Für die Heiligsprechung müssen Überreste seines Körpers vorhanden sein. Diese werden dann zur Reliquie. Auf dem Berliner Domfriedhof St. Hedwig war Professor Zokos 2008 auf der Suche nach solchen potenziellen Reliquien. Er grub mit seinem Team Knochen eines Katholiken aus. Der Auftrag kam direkt vom Vatikan. Zokos sollte herausfinden, ob die Knochen vom deutschen Pater Hermann Cohen stammen, dessen Ordensnamen Augustinus Maria war. Hermann Cohen trat 1849 der Ordensgemeinschaft der unbeschuhten Karmeliten in Le Bossé bei Bordeaux bei. Der Karmeliterorden, der bis heute das Kloster führt, hat die Heiligsprechung des Deutschen beantragt. Hermann Cohen hatte sich als Prediger verdient gemacht und war Seelsorger für Berliner Gefangene des Deutsch-Französischen Krieges 1870-71. Er wurde im französischen Kloster neu bestattet, nach Abschluss der Untersuchungen von Professor Zokos. Was konnte der nach mehr als 130 Jahren Verwesung noch feststellen? Tja, was könnten Sie denn noch alles feststellen, um die Frage mal weiterzugeben? Also wir konnten in dem konkreten Fall feststellen, dass es sich eben tatsächlich um die Leiche von dem Pater Hermann Cohen handelte. Und das war auch schon die Fragestellung, die den Vatikan eigentlich interessierte. Denn die standen natürlich fiebernd am Grab und dachten, um Gottes Willen, wenn da jetzt noch ein paar alte Baumwurzeln rauskommen oder ein bisschen Erde, dann haben wir natürlich ein echtes Problem. Denn wie gehört, es kann natürlich jemand nur selig und heilig gesprochen werden nach dem Tode. Und dafür ist auch die Voraussetzung, dass irgendwie Knochen oder irgendwelches Gewebe der Person überführt werden kann in den Vatikan. Und das war hier eben der Fall. Und wie wir in dem Beitrag gesehen haben, wurde sogar das Grabkreuz gefunden. Und ich habe selten einen Menschen so glücklich gesehen wie den Vertreter des Vatikans in dem Moment, wo ich ihm dieses Grabkreuz aus dem Grab entgegenhielt. Mhm. Nun, haben Sie normalerweise, wenn Sie aktiv werden, eher schreckliche Geschichten, die so im Hintergrund mit einer Rolle spielen oder auch ganz vordergründig? Also Sie haben mit tragischen Umständen zu tun, die Menschen sind extrem traurig oder betroffen, in dem Fall natürlich dann nicht. Ist sowas ein Highlight für Sie? Klar, das ist wirklich das Salz in der Suppe des Rechtsmediziners oder der Rechtsmedizinerin. Das ist spannend, das macht Spaß, auch so ein Blick über den Tellerrand. Ich wusste vorher auch nicht, wie im Einzelnen so Seligsprechungen, Heiligsprechungen ablaufen, welche Voraussetzungen da sind. Und in dem Fall war es auch unter wissenschaftlichen Aspekten sehr interessant, da ich diese Obduktion gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut in Berlin durchgeführt habe, die nämlich den klaren Hinweis aus der Historie dieses Paters hatten, der ist an den Pocken gestorben. Und nun war für die Wissenschaftler des Robert-Koch-Instituts natürlich hochinteressant, kann nach über 100 Jahren nachgewiesen werden, dass jemand an den Pocken gestorben ist oder nicht. Konnte leider nicht, aber es war auf jeden Fall eine spannende Fragestellung. Und solche Fälle hat man ja selten, dass das so gut dokumentiert ist, dass jemand tatsächlich daran gestorben ist. Können Sie sagen, wie häufig ungefähr Sie mit solchen Fällen schon zu tun hatten, die einfach ein bisschen skurril und außergewöhnlich waren? Also wir haben eigentlich jede Woche irgendwelche skurrilen Fälle. Da, das ist ja doch relativ häufig dann. Ja, also nun nicht im nicht Rahmen so von Obduktionen, aber da wird zum Beispiel in einem Umzugswagen ein abgetrennter Finger gefunden. Und dann ist natürlich die Frage, ist das vielleicht Überrest einer Leichenzerstückelung, Leichenbeseitigung? In dem Fall klärte sich dann auf, dass einer, der das Auto ausgeliehen hatte, eine Woche zuvor sich mit dem Spanngurt den Finger abgetrennt hatte. Das hat ihn aber nicht groß gestört. Er hat den Finger da liegen lassen, hat weitergearbeitet. Da konnte jedenfalls noch jemand zugeordnet werden, der Finger.
Da hat uns mal eine Frau ein Stück Schlacke mitgebracht, die sie vom Bändlerblock gefunden hat und meinte nun, das wäre vielleicht der Fußwurzelknochen vom Graf von Stauffenberg. Da wird irgendwo auf der Straße ein Plastik-Alien, wie sie zu Halloween teilweise benutzt werden, gefunden. Und das wird wie ein Tatort abgesperrt, weil eben auch die Polizisten erstmal unsicher sind, ob das vielleicht ein Abort oder eine Abtreibung ist. Und sowas kommt zu uns. Also solche spannenden, skurrilen Dinge gibt es wirklich jede Woche. Und das ist, wie gesagt, das Salz in der Suppe. Das füllt das Ganze auch so ein bisschen mit Leben. Nicht skurril, sondern eher sehr erschütternd ist unser nächstes Beispiel. Das zeigt, wie groß die Palette ist, wo Sie aktiv werden. Es ist kein Einzelfall. In Berlin wird eine Babyleiche gefunden. Zwei Mitarbeiter einer Recyclingfirma entdecken sie in einem Altkleidercontainer. Als der 25- und 35-jährige Mann hier diesen Container öffnete, haben sie eine Verpackung vorgefunden, haben die Verpackung geöffnet und dann diesen grausigen Fund gemacht. Die Männer erleiden einen Schock. Die Polizei sichert den Fundort ab. Das genaue Alter des Babys steht noch nicht fest. Auch nicht, wann es gestorben ist. Vermutlich erst wenige Tage alt. Es wird jetzt eine Obduktion durchgeführt. Dabei soll geklärt werden, wie lange hat das Baby gelebt und wie lange lag dann der tote Säugling hier in diesem Altkleidercontainer. Die Ergebnisse der Rechtsmedizin werden mit Spannung erwartet. Ist das Baby möglicherweise schon tot zur Welt gekommen? Wurde es erstickt? Oder ist es verhungert? Fragen, die Professor Zokos mit seiner Untersuchung klären kann. Ja, man weiß also nicht, wann es verstorben ist, das Kleinkind bzw. das Baby. Mit welchen klassischen Methoden gehen Sie denn da vor? Wie können Sie das ermitteln? Man muss auch erstmal ein Stück weiter nach vorne gehen. Nämlich erstmal die zentrale Frage ist natürlich zu klären, hat das Kind gelebt oder nicht. Mhm. Denn nur wenn es gelebt hat, ist es ja tatsächlich dann auch ein Tötungsdelikt. Es gibt eben auch die seltenen Fälle, bei denen eine Frau tatsächlich von der Geburt überrascht wird, ein totes Kind zur Welt bringt und das dann aus Verzweiflung oder warum auch immer, in welcher Ausnahmesituation entsorgt. Aber in den Fällen, wenn eben festgestellt wird, dass das Kind noch gelebt hat, dann ist das eben für die Polizei die zentrale Frage, wie lange hat es denn überlebt? Denn haben möglicherweise Zeugen Beobachtungen gemacht, dass da ein Kind irgendwo war und dann nicht mehr angetroffen wurde. Und auch, wann ist es denn dort entsorgt worden? Wann ist die Leiche denn beseitigt worden? Und da greifen bei uns natürlich die Methoden, die wir auch bei Erwachsenen anwenden, wenn es um die Todeszeit Bestimmung geht. Und das macht man dann über Leichenstarre, Leichenflecken, Rektaltemperatur, solche Untersuchungsmethoden. Ich habe von einer Schwimmprobe gehört. Das ist eine Probe des Gelebthabens. Das ist eine seit über 500 Jahren in der Rechtsmedizin etablierte Methode, bei der das Prinzip darauf beruht, dass belüftete Lungen, wenn ein Kind geatmet hat, sind sie belüftet, mit Luft gefüllt, eben auf dem Wasser schwimmen. Ja. Und das ist was seit über 500 Jahren durchgeführt wird und auch in der Strafprozessordnung tatsächlich vorgeschrieben ist, als Probe des Gelebthabens. Aber Sie haben noch eine eigene Methode entwickelt, eine Alternative dazu, ne? Wir haben an der Berliner Charité vor 3 Jahren mittels Computertomographie, das heißt also eine Röntgendarstellung luftgefüllter Hohlräume, eine alternative Methode entwickelt. Aus dem Grund, weil wir einfach gesagt haben, wie können wir diese Befunde auch im Gericht vernünftig präsentieren? Sie müssen sich das sehr einfach vorstellen. Diese Lungenschwimmprobe ist nichts anderes, als dass die Lungen unter bestimmten Bedingungen, ohne dass sie eben nachträglich postmortal mit Luft gefüllt werden, herausgenommen werden. Da werden eben die verschiedenen Luftwege abgebunden. Und dann lässt man sie einfach schwimmen in Wasser. Und wenn Sie diese Bilder vor Gericht zeigen, dann hört Ihnen eigentlich kein Richter oder Laienrichter mehr zu, weil die nur auf diese Kinderlungen schauen, die im Wasser schwimmen. Aber wenn Sie ein 3D-animiertes Bild eines Säuglings mit belüfteten Lungen, wo Sie eben selektiv die Lufträume darstellen können, zeigen, dann ist das auch für alle verständlich. Und wir können mittlerweile mit dieser Methode auch zwischen Fäulnisgas, das heißt postmortalen Veränderungen, die zu Artefakten führen können, also zu falsch positiven Proben und einer echten Belüftung unterscheiden. Insofern ist das ein sehr elegantes und fortschrittliches Verfahren. Wenn Sie das schon selber ansprechen, dass sich Richter da von einer bestimmten Emotionalität nicht freimachen können, wie schaffen Sie das denn bei solchen Fällen? Sie sind fünffacher Vater, ja, ne? Ja, also ich
ich bin von meinem Beruf begeistert und ich sehe das unter wirklich professionellen Gesichtspunkten. Das heißt, ich lerne bei jedem Fall was über die Gesellschaft, ich lerne was über Krankheitsbilder, ich lerne was über einen Tätertypus, der bestimmte Taten begeht und ich kann es ausblenden. Wahrscheinlich müsste man auch diese Frage viel eher an Kollegen stellen, die in einem Kinderhospiz arbeiten, die auf einer Kinderkrebsstation arbeiten. Wie halten die das aus? Das wäre was, zum Beispiel, was ich nicht machen könnte. Ich kann es aushalten, ich kann es vor allen Dingen auch so weit nicht an mich ranlassen, dass ich da jetzt keine schlechten Träume von habe oder irgendwie psychotherapeutischer Betreuung bedarf. Wissen Sie noch, was bei dem Fall rauskam? Bei dem Fall haben wir festgestellt, dass das Kind 2 bis 3 Tage tot war und gelebt hatte, ja. Aber wie es zu Tode gekommen ist? Nein, das haben wir in dem Fall nicht feststellen können. Auf jeden Fall eine Form des Erstickens, sehr wahrscheinlich weiche Bedeckung oder möglicherweise auch lebend in diese Plastiktüte, in der es aufgefunden wurde, gekommen. Das ist dann aber nicht mehr zu klären gewesen. Furchtbar. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Fall. Also nehmen wir mal an, etwas startet sehr schön. Man trifft sich, man trinkt, es ist eine gesellige Runde und dann plötzlich wendet sich das Blatt. So ist es in diesem Fall passiert und auch dann kommt die Rechtsmedizin zum Zuge. Es ist ein netter Abend, irgendwo in einer angesagten Bar in Berlin. Eine Frau, nennen wir sie Ilona, ist mit Freunden unterwegs. Die Stimmung ist gut. Ilona will noch ein bisschen bleiben, als sich ihre Freunde nach und nach verabschieden. Und plötzlich wird aus dem Abend ein Albtraum. Ein fremder Mann setzt sich zu ihr an den Tisch und beginnt ein Gespräch. Dann fängt das schon an, schwammig zu werden. Dass ich nicht mehr weiß, warum ich da eigentlich sitzen geblieben bin. Wenn ich mich so im Nachhinein in die Situation versetze, weiß ich, dass ich bewegungslos war. Ein Zustand, den die ansonsten resolute Frau von sich nicht kennt. Sie ist willenlos und verliert die Kontrolle über ihr Verhalten. Für Außenstehende ist das nicht zu erkennen. Ich war machtlos, wie eingeschlafen. Und das ist ja so widerlich, dass man nicht weiß, was hast du eigentlich gemacht? Der Fremde hat ihr eine Droge in den Cocktail gemischt. Ilona wird das Opfer von K.O.-Tropfen. Das können Psychopharmaka oder Narkosemittel sein, auch als Pulver oder als Tabletten. Die Wirkung kann mehrere Stunden andauern. Die Drogen enthemmen und können sexuell stimulieren. An das Geschehen kann man sich später nicht mehr erinnern. Ilona hat einen Filmriss von mehr als 3 Stunden, unterbrochen allerdings durch sogenannte Erinnerungsblitze. Was ist das für eine Situation, dachte ich. Um Gottes Willen, wo ist meine Hand? Da hatte ich die Hand an dem steifen Penis von diesem ekelhaften Typen. Und ich weiß noch, wie ekelhaft das war. Und ich dachte, Hilfe, ich will hier weg. Und dann ist schon wieder so ein Gefühl wie weg, eingeschlafen. Noch immer unter dem Einfluss der K.O.-Tropfen nimmt sie den Täter mit zu sich nach Hause. Doch plötzlich spürt sie trotz ihres Zustandes die Gefahr. Ich habe gekämpft um mein Leben, weil ich meinen Schlüssel haben wollte. Dann hat er nur gefragt, hast du Angst? So richtig widerlich. Dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich auf die Klingel meines Nachbarn gedrückt. Und das war meine Rettung. Ilona hat Glück gehabt. Ihr blieb eine Vergewaltigung erspart. Für die meisten Opfer von K.O.-Tropfen endet es nicht so glimpflich. Ja, K.O.-Tropfen, furchtbare Sache, die um sich greift in Diskotheken, aber auch sonst wo, auf Partys. Wenn nun jemand sowas verabreicht bekommen hat, wie lange danach können Sie das noch nachweisen? Das ist unterschiedlich, was wir zu untersuchen bekommen. Wir können in Speichel oder auch in Blut, dass die Substanzen nur wenige Stunden nachweisen. Im Urin etwa 2 Tage. Und der große Vorteil, den wir seit einigen Jahren in der Rechtsmedizin haben, ist die Haaranalyse. In den Haaren wird alles eingelagert, was wir konsumieren, was wir zu uns nehmen. Und gerade auch, wenn so Erinnerungsblitze wieder eintreten, wie wir es hier in dem Beitrag gehört haben, manchmal auch erst nach Wochen oder Monaten, besteht mit der Haaranalyse eben auch noch nach Monaten, nach vielen Monaten die Möglichkeit, eine solche Substanzeinnahme nachzuweisen. Wenn jemand nun betroffen ist oder vielleicht das auch nur glaubt, weil er ja eben keine richtige Erinnerung hat, und nicht zur Polizei gehen möchte, kann der sich auch an Sie direkt wenden und das selbstständig in Auftrag geben und Sie bezahlen?
Auch sowas ist möglich. Wir führen viele solche Untersuchungen für private oder sagen wir mal nicht staatliche Auftraggeber, eben nicht für die Justiz durch, für größere Firmen, die bei uns zum Beispiel ihre Mitarbeiter überprüfen lassen, freiwillig überprüfen lassen, mittels Haaranalyse, ob dort eben Substanzabusus besteht, gerade so in gefahrgeneigten Berufen, Berufskraftfahrer oder auch Piloten. Und sowas können aber eben auch Privatpersonen anfordern. Wie gefährlich sind K.O.-Tropfen eigentlich für die Gesundheit langfristig? Also irgendwann können Sie nicht mehr so richtig nachweisen. Heißt das, dass alle Substanzen, die im Körper dadurch ja ursprünglich mal drin waren, jetzt wieder weg sind? Oder gibt es nachhaltige Folgen? K.O.-Tropfen sind ja verschiedenste Betäubungsmittel, die als Schlafmittel oder auch als Psychopharmaka eingesetzt werden und eben in einer bestimmten Dosierung als K.O.-Tropfen wirken. Das heißt, die Person kann noch agieren und handeln, hat aber einen Filmriss, eine Amnesie, also eine Erinnerungslücke für den Zeitraum. Wir haben in Berlin auch einen Fall gehabt, der ging durch die Presse als Darkroom-Killer. Da hat ein Mann andere Männer, andere homosexuelle Männer mit K.O.-Tropfen getötet. Das heißt also, die Dosis macht hier tatsächlich das Gift. Langfristige Folgen, ansonsten Abhängigkeit, natürlich wie bei allen anderen Betäubungsmitteln oder Schlafmitteln. Aber die Gefahr besteht eben auch in einer Überdosierung. Gerade bei Menschen, die eben kein hohes Körpergewicht haben, da können sie dann auch unter Umständen tödlich wirken. Also K.O.-Tropfen auch ein Fall für die Rechtsmedizin. Rechtsmediziner kennen wir ja im Allgemeinen auch aus dem Fernsehen, aus den Medien, zum Beispiel von Krimis, zum Beispiel vom Tatort. Wir machen mal eine kleine Zeitreise. Taxi nach Leipzig, der erste Tatort von 1970. In Zeiten von Willy Brandts Ostpolitik schildert er, wie Kommissar Paul Trimmel mit einem DDR-Grenzpolizisten in Konflikt gerät. Ein gutes Bett, Ihre Tatort Reifezeugnis von 1977 sorgt für einen Skandal, denn er zeigt die Beziehung eines Lehrers zu einer Schülerin. Gespielt von der damals 15-jährigen Nastassja Kinski, der Start für ihre Filmkarriere. Sie ist kaputt. Sie geht nicht. Sie geht einfach nicht. Mehr als 100 verschiedene Ermittler waren schon für den Tatort unterwegs. Einer der bekanntesten war Horst Schimanski. Ich bin Bulle. Zu mehr habe ich leider nicht gebracht. 103, hier die zweite. Den Ruf des weiblichen Schimanskis eroberte sich Kommissarin Lena Odenthal, eine der ersten Frauen, die im Tatort ermittelten. Aber nicht nur Kommissare spielen im Tatort große Rollen, auch Rechtsmediziner. Vor allem der Tatort Münster sorgte für die Imagepflege dieser Berufsgruppe. Dort ist der Rechtsmediziner Professor Karl Friedrich Börne im Einsatz, zusammen mit Hauptkommissar Frank Thiel. Der wundert sich manchmal, wie kann man so einen Beruf ausüben und Leichen sezieren? Der Fernsehrechtsmediziner erklärt das so. Selbsttherapie posttraumatischer Kindheitserlebnisse. Was sagt der echte Rechtsmediziner Professor Zokos dazu? Ja, Kindheitstrauma als Motivation, haben Sie das bei Ihren Kollegen schon mal festgestellt? Nein, ich würde sogar im Gegenteil sagen, das ist kein Kindheitstrauma, sondern ein Kindheitstraum der meisten, auch von mir, aber auch von meinen Kollegen, dass man eigentlich schon relativ früh gemerkt hat, nicht, dass man anders ist, sondern dass man sich für Dinge interessiert, die unter der Oberfläche sind. Also ich habe tatsächlich im Wald früher irgendwelche Eulengewülle eingesammelt und da die Knochen von kleinen Nagern rausgeholt oder auch mir tote Tiere angeschaut und fand Biologie immer gut, Naturwissenschaften, habe dann überlegt, ob ich vielleicht Archäologie studiere, hatte als 12-Jähriger schon ein Archäologiebuch mit Leichen aus irgendwelchen Gruften und habe mich dafür tatsächlich interessiert. Also das hat sich schon relativ früh bei mir hinaus herauskristallisiert, aber ich glaube nicht, dass das auf irgendein Trauma zurückzuführen ist. Mhm. Dass dieser Job gerade so einen kleinen Hype auch erlebt durch die Medien, durch solche Serien wie Tatort, darüber sprechen wir gleich. Aber wie war das denn damals, als Sie ihn ergriffen haben, den Job? War er ähnlich begehrt? Nein, überhaupt nicht. Da wusste eigentlich gar keiner. Ich wusste auch während des Studiums gar nicht, wie wird man eigentlich Rechtsmediziner und wo arbeitet man? Da arbeitet man dabei bei der Polizei? Oder das war mir gar nicht so klar. Und da haben alle mich irgendwie schräg angeguckt und gesagt, Rechtsmediziner, was ist das denn? Was machst du da denn? Und da bist du ja nur mit Toten zugange. Also damals gab es noch gar keinen Hype. Der fing dann erst
meiner Wahrnehmung nach so in den Mitte, Ende der 90er Jahre an, als Autopsie als erstes lief. Und da wussten dann schon mehr Leute, was ein Rechtsmediziner macht. Ich weiß noch, die ersten Jahre, als ich Rechtsmediziner war, da wurde ich dann gefragt, wie bist du Jurist? Hast du Jura studiert? Mhm. Also das ist gar nicht so klar gewesen zu der Zeit. Und im Gegensatz zu heute, wo das ja dann wirklich in aller Munde ist, das Fach. Ja, heute ist diese Fachrichtung ziemlich populär. Und vor allem bei Frauen oder bei Mädels, die das machen wollen. Ne? Es gibt offensichtlich valide Umfragen, die nachweisen, dass Mädchen zwischen 15 und 18 Jahren als zweithäufigsten Berufswunsch Rechtsmedizinerin haben und als häufigsten Berufswunsch Model. Wie erklären Sie sich das denn? Also ich meine, das ist ja sehr seltsam eigentlich. Ich denke mal, das liegt an den amerikanischen Serien. Da sind ja in der Regel sehr gut aussehende Damen in schicken Kostümen, die dann in Gucci-Schüchen durch die Kanalisation stochern, aber da eigentlich sich die Füße nicht schmutzig machen, dicke Autos fahren und alles relativ schnell klären. Ich glaube, das ist so das Bild, was so suggeriert wird. Mhm. Okay. Das natürlich nicht stimmt, das kann man sich vorstellen. Aber ist das denn aus Ihrer Sicht gefährlich? Also ich meine, wenn eben jetzt junge Frauen mit den falschen Motiven in ihre Fußstapfen treten wollen, sich das zu spät heraus? Ich halte das nicht für gefährlich, denn ehe man bei uns ankommt, tatsächlich eine Ausbildung als Assistenzärztin anzufangen, davor ist erstmal ein mindestens sechsjähriges Medizinstudium nach dem Abitur und mit einem Numerus Clausus in der Regel jetzt von 1 oder 1,1 gesetzt. Und die Damen, die diesen Numerus Clausus haben, die sind meistens auch vom Intellekt her so weit, dass sie schon den Unterschied zwischen Fernsehen und Realität verstehen. Und dann erstmal 6 Jahre Medizinstudium. Und wer dann tatsächlich bei uns ankommt, sich bewirbt, der hat das in der Regel sehr gut geprüft für sich selbst. Mhm. Also da besteht keine Gefahr, dass wir da jetzt die Falschen bekommen. So, Stichwort Unterschied Fernsehen, Realität. Wollen wir doch mal gucken, ob das im Fernsehen, was wir da so sehen, ob das alles immer so richtig dargestellt wird. Wir machen mal ein kleines Quiz. Wir haben 2 Ausschnitte und ich zeige Ihnen mal den allerersten. Beispiel 1. Im Tatort Müll ermitteln die Kölner Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenk die Herkunft einer stark verkohlten Leiche. Boah, das ist ja abartig, der Gestank. Viel ist ja nicht mehr übrig. Sind ja auch Kopf und Arme ab. Ja, wollte einer ganz schlau sein, die Identifizierung verhindern. Der Rechtsmediziner Dr. Josef Roth findet dann aber doch ganz viel heraus. Es handelt sich um eine Frau im Alter zwischen 35 und 45 Jahren. Zierlicher Körperbau, am Torso sind keine tödlichen Verletzungen erkennbar. Dem Mageninhalt nach zu urteilen, trat der Tod gestern zwischen 20 und 24 Uhr ein. Realistisch oder unrealistisch? Tja, was denken Sie denn, Sie da zu Hause? Den Todeszeitpunkt anhand des Mageninhalts? Geht das, Birgit, was glaubst du? Ja, ich halte... Ja. Alles für möglich. Na, ich glaube es auch, weil ich meine, da arbeiten ja auch Kollegen, die das Ganze recherchieren, ähnlich wie bei unserer Sendung. Wir wissen ja auch nicht alles. Wir haben ja ein großes Team, das mit uns arbeitet, uns hilft, uns recherchiert. Und ich denke mal, da sollten die Kollegen doch anständige Arbeit machen, oder? Stimmt das? Geht? Also da ist so ein bisschen der Wunsch nach mehr offensichtlich da gewesen. Und die haben nicht so ganz in die Tiefe recherchiert. Es gibt Überlegungen, wie kann man aus dem Mageninhalt die Todeszeit bestimmen? Das kann man auch, aber in dem konkreten Fall würde man es nicht anwenden können. Das kann ich nämlich nicht bei einer Unbekannten, denn ich muss wissen, wann die Person das letzte Mal gegessen hat und was. So, das ist jetzt aber zum Beispiel, kann man nicht anhand des Inhalts feststellen, in welchem Verdauungszustand der Mageninhalt ist und darauf auf die Zeit rückschließen? Aber das ist so variabel, die Zeit, diese Magen-Darm-Passage, da spielen so viele Faktoren auch noch eine Rolle. Ich kann vielleicht sagen, der hat eine Stunde oder zwei oder direkt vor seinem Tod was gegessen. Aber dann weiß ich aber noch nicht, wie lange er tot war. Ja, wenn er tot ist, wird ja nichts mehr verdaut. Naja, oder? Das ist die Frage. Genau. Also, verdaut er weiter noch? Nein, er verdaut ja nicht weiter. Das heißt also, man kann was zur Todeszeit nur sagen, wenn man genau weiß, es handelt sich um die Person und der war dann das letzte Mal essen und dann hat das gegessen. Also insofern, guter Versuch, aber haut nicht so ganz hin. Aber es hat schon auch sehr viel mit Detektivarbeit zu tun, merke ich jetzt gerade so, ne? Ja. Also da sind viele Sachen, die mit reinspielen in der Rechtsmedizin, was man von außen erstmal so gar nicht denkt. Mhm. Wir haben noch ein zweites Beispiel. Mhm. Film ab. Beispiel 2. Die Ermittler haben zur Identifizierung eine DNA-Probe genommen. Was mit der DNA-Probe? Schon im Labor. MK3 Lütgenhorn, hallo? Das ist ja super. Alles klar, sag ich ihm. Dankeschön.
Max, das war das Labor. Die Haarfarbe ist dunkelbraun. Na, endlich. Es ist doch immer wieder erstaunlich, was die DNA heutzutage alles verrät. Realistisch oder unrealistisch? Tja, DNA-Analyse deckt Haarfarbe auf. Was meinen Sie? Ja, also ich kann es mir jetzt schwer vorstellen. Ich enthalte mich jetzt mal. Okay. Na? Klären Sie uns auf. Also, es gibt, das war aber noch nicht zu der Zeit, als der Film gedreht wurde oder die Tatortfolge, es gibt mittlerweile erste Ansätze von meinem Kollegen Manfred Kaiser aus den Niederlanden, der tatsächlich über genetische Analysen, da geht man allerdings auch in die vorhin angesprochenen kodierenden Areale, die Haarfarbe nachweisen kann und auch die Augenfarbe. Das macht aber natürlich in so einem Kriminalfall überhaupt keinen Sinn, denn Sie wissen ja nicht, ob die Frau vielleicht rot gefärbte Haare hatte. Das heißt, die rannte seit 10 Jahren mit roten Haaren rum und jeder wird sagen, nein, die war nicht blond. Das heißt, Sie wissen jetzt, die Verstorbene war blond, aber die hat ihr Leben lang nie blonde Haare gehabt oder mit dunklen Haaren. Also das ist aber auch noch nicht in die Kriminalistik eingegangen. Das heißt, das sind keine Untersuchungen, die routinemäßig durchgeführt werden, weil sie eben in kodierenden Abschnitten da rumstochern. Das hat eher akademischen, eher wissenschaftlichen Wert, aber in der Praxis leider nein. Und diese kodierten Abschnitte sind doch auch die, wo man eigentlich gar nicht forschen darf. Nicht, genau, zumindest für die Justiz nicht. Natürlich kann man Humangenetiker forschen, natürlich seit Jahrzehnten in diesen Abschnitten, eben um zu überprüfen, wie entstehen Krankheiten, welchen Einfluss haben Umweltfaktoren auf Krankheiten. Aber die Justiz darf sich dieser Areal nicht bemächtigen. Das heißt also hier, das wäre gar nicht möglich. Mhm. Diese Irrtümer haben Sie sich aber angenommen, soweit ich weiß, und Sie schreiben gerade ein Buch drüber. Genau. Der Arbeitstitel dieses Buches ist die 40 populärsten Irrtümer über die Rechtsmedizin. Da geht es um genau solche Sachen. Ja. Irrtum, Rechtsmedizin, Pathologie. Das wird ja immer wieder verwechselt. Wir werden ja immer wieder als Pathologen bezeichnet, obwohl das zwei völlig unterschiedliche Facharztausbildungen sind, ungefähr so viel gemein haben wie ein Augenarzt und ein Gynäkologe, nämlich ein Medizinstudium. Das ist auch schon alles der einzige gemeinsame Nenner. Oder auch, dass Angehörige in den Sektionssaal kommen, um die Verstorbenen zu identifizieren. Die bei uns liegen, die können sie gar nicht zeigen. Das ist in der Regel entweder fäulnisveränderte Leichen oder so schwerst Verletzte. Mit den Bildern können sie die Angehörigen gar nicht gehen lassen. Oder dass wir nun ständig schlecht gelaunt sind, Zyniker sind, dass wir Brötchen essen, während wir sezieren, dass wir klassische Musik hören. Diese ganzen Sachen, die werden da so ein bisschen... Und wahnsinnig teure Sportwagen fahren. Und große, fette Sportwagen, in jeder Folge einen anderen bei jedem Fall fahren. Solche Sachen werden da eben in diesem Buch mal so ein bisschen... spaßig und ironisch beleuchtet, das Ganze ein bisschen illustriert und einfach mal hinter die Kulissen. Ein paar dieser Irrtümer finden Sie übrigens auch in Quizform auf unserer Webseite planet-wissen.de. Können Sie sich mal so ein bisschen durchquizzen, mal gucken, ob Sie sich in der Rechtsmedizin auch gut auskennen. Und das ist im Übrigen nicht das erste Mal, dass Sie unter die Autoren gegangen sind. Wir schauen uns das mal genauer an. Die Realität ist anders als die Fernsehwelt, brutaler und perfider. Über seine Erfahrung als Rechtsmediziner berichtet Professor Michael Zokos als Autor. Sein erstes Buch erschien 2009, Dem Tod auf der Spur. Es liefert echte Geschichten. Zum Beispiel die eines Toten, der in einem Auto gefunden wird. Zokos findet einen ausgebrannten Wagen vor. Nur noch das Skelett des Toten ist vorhanden und es liegt auf der Rückbank. Ein Unfall oder Mord? Zokos untersucht den Fall. Schließlich stellt sich heraus, es war Selbstmord. 3 Jahre später veröffentlicht Zokos das Buch Abgeschnitten. Diesmal arbeitete er zusammen mit dem Schriftsteller Sebastian Fitzek. Der Krimiautor Fitzek ging bei Zokos in die Lehre, um das Buch mit ihm schreiben zu können. Ich hatte ja nun das Glück, mit Herrn Professor Zokos viele Tage verbringen zu dürfen, in der er mir aus dem Nähkästchen erzählt hat, was tatsächlich alles passiert in der Welt, in seiner Welt als Rechtsmediziner. Und da muss ich sagen, da haben wir die Realität nur gekratzt. Wenn wir das niedergeschrieben hätten, was er erlebt hat in seinem Leben, dann wahrscheinlich wäre das nie durchs Lektorat gegangen, weil es zu hart wäre. Die Idee zum Buch stammt von Zokos. Kann eine Person eine Obduktion auf telefonische Anweisung machen? Die Geschichte spielt in Helgoland. Als die Insel im Sturm vom Festland abgeschnitten ist, muss eine Frau auf telefonische Anweisung Leichen aufschneiden. Denn nur so erhält ein Rechtsmediziner aus Berlin Hinweise darauf, wo seine entführte Tochter versteckt ist. Ein mörderischer Wettlauf. Eine packende Geschichte, die derzeit verfilmt wird. Ja,
Das ist doch toll, wenn man ein Buch schreibt und das verfilmt wird. Ja, das macht Spaß. Ja, ja, glaube ich. Wann kommt Abgeschnitten jetzt in die deutschen Kinos? Also die Dreharbeiten beginnen, jetzt im Moment ist das Casting und die Dreharbeiten beginnen Anfang 2016 und laut Produktionsfirma und Regisseur soll es noch 2016 in die Kinos kommen, aber das muss man halt sehen. Ist man da nicht versucht, auch manchmal ein bisschen was anders darzustellen, als es in Wirklichkeit ist? Nein, also da halte ich mich völlig raus. Nicht? Das ist jetzt das Business. Das soll wirklich ja Dramaturgie sein und Fiktion. Und da ist man mit der Realität nie so gut beraten. Nicht? Ja. Da muss so ein bisschen was hingebogen werden. Planen Sie denn jetzt einen weiteren Roman mit Sebastian Fitzek oder wollen Sie jetzt auch mal alleine einschreiben? Also jetzt kommt ein Buch von mir allein, ein Roman, die quasi Fortsetzung von Abgeschnitten. Mhm. Das habe ich schon Absetzung gesagt, aber es ist ja die Fortsetzung von Abgeschnitten und zwar Zerschunden. Das ist vom Tempo her, ich würde mal sagen, mindestens so schnell wie Abgeschnitten und es gibt auch ein Wiedersehen mit einigen der Protagonisten. Bei so einem Job nebenbei Bücher zu schreiben und dann auch noch selbst zu schreiben, nicht als Ghostwriter, setzt voraus, dass Sie den Dreh irgendwie raus haben, Bücher zu schreiben? Also die Story von den Büchern, ob das nun meine Sachbücher sind oder ob das jetzt hier Belletristik ist, die habe ich vorher im Kopf. Das steht schon. Es macht in meinen Augen auch keinen Sinn, wenn Sie anfangen beim ersten Kapitel und dann zum Ende. Sondern ein Buch, das habe ich bei Sebastian Fitzek gelernt, das sind erst 20 Seiten, dann 50 Seiten, dann 100 Seiten. Aber es ist in sich eine komplette Geschichte. Und so macht es Sinn, das zu schreiben. Aber wenn Sie irgendwo vorne anfangen, kommen Sie meistens nicht am Ende an oder haben nicht die Seitenstränge entwickelt. Aber das macht einfach Spaß. Und solange das mir gut von der Hand geht, mache ich das auch weiter. Also ist das ein geliebtes Hobby und jetzt oder auch ein Stück Verarbeitung dessen, was Sie erleben? Ja, wenn Sie Psychiater wären, dann würden Sie, oder Psychoanalytiker, würden Sie wahrscheinlich sagen, der Zockers braucht das, um damit klarzukommen. Im Moment sehe ich es als Hobby und nicht als Therapie. Ich bin glücklicherweise keiner, deswegen hat mich nur so interessiert. Wir haben ja gerade im Film gehört, die Realität könnten wir, das hat Ihr Autokollege gesagt, gar nicht so abbilden. Die ist in Wirklichkeit noch viel, viel grausamer. Die kämen gar nicht durchs Lektorat. Und wir haben einen wirklich grauenvollen Fall gefunden. In diesem Bauernhaus im Schwarzwald ereignet sich im Januar 2015 eine Tragödie. Der dreijährige Junge Alessio verstirbt an schweren Organverletzungen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, der Verdacht, der Stiefvater habe ihn zu Tode geprügelt. In diese Arztpraxis trug der Stiefvater den leblosen Körper des Jungen. Alessio sei die Treppe hinuntergefallen, sagte er. Die Ärzte konnten nichts mehr für den Jungen tun. Alessio war zuvor mehrfach in der Kinderklinik Freiburg wegen schwerer Misshandlungen gewesen. Die Ärzte dort hatten vor einer Rückkehr in die Familie gewarnt. Das zuständige Jugendamt Breisgau-Hochschwarzwald hatte sich mit der Frage befasst, ob Alessio wieder zum Hof zurückkehren soll. Es entschied sich anders als die Klinikärzte. Wir hatten in diesem Fall auch noch mal einen externen Berater, einen Supervisor mit dabei, der sich diesen Fall noch mal angeschaut hat. Also nach unserer Auffassung haben wir getan, was zu tun war. Die vorgesetzte Behörde, das Regierungspräsidium Freiburg, prüfte den Fall. Die Entscheidungen des Jugendamtes wurden hinterfragt, aber nicht als falsch kritisiert. Für Alessio kommen all diese Überlegungen ohnehin zu spät. Ja, der Fall Alessio, das Jugendamt, hat also ganz offensichtlich eine falsche Entscheidung getroffen. Ist das denn ein typischer Fall, dass das Jugendamt sich irrt? Kommt das häufig vor? Also es ist zumindest ein ganz typischer Fall von denen, wo Misshandlungen von Kindern tödlich verlaufen und ein ganz typischer Fall von denen, die bei Rechtsmedizinern auf dem Tisch landen. Und ich finde auch typisch diese Aussage hier, wir haben doch alles gemacht. Für mich, nicht nur als Rechtsmediziner, auch als Vater und als Bürger, kann es doch keine Antwort sein, wir haben doch alles gemacht, da liegt ein totes Kind, das kann doch nicht alles gewesen sein. Und damit ist der Fall erledigt. Und das ist aber was ich ständig von Politikern höre, von verantwortlichen Jugendamtsleitern, wenn es auf diese Thematik kommt, wir haben doch alles gemacht. Aber das reicht mir eben nicht, das kann nicht alles sein. Haben Sie denn Ideen oder Konzepte, was sich da ändern müsste, gerade bei den Jugendämtern, damit sie eben nicht mehr zu Hilfe gerufen werden, wenn es schon zu spät ist? Also was auf jeden Fall überarbeitungsbedürftig ist, ist das System der Fallzuweisung. Mitarbeiter bei Jugendämtern haben teilweise 100 oder mehr Fälle, die sie bearbeiten müssen. Und da kann jeder verstehen, dass man da den Überblick verliert. Und nun gerade den Fall raufzufiltern, wo vielleicht in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen es zu einer fatalen Situation kommt, dass dieses Kind stirbt oder schwer verletzt wird,
da verliert man den Überblick bei so vielen Fällen. Das heißt, man muss dieses ganze System entzerren. Und ich bin auch der Meinung, dass der Staat nicht zu viel rausgeben darf. Alles das, was die Jugendhilfe macht, ist in vielen Fällen sinnvoll, aber in einigen Fällen muss es auch tatsächlich überprüft werden. Machen wir das einfach nur, weil wir es immer gemacht haben, weil es dem System dient, oder machen wir es tatsächlich, weil es den Kindern hilft? Und das bezweifle ich bei vielen Maßnahmen. Mhm. Welche Geschichten verbergen sich denn hinter Kindesmisshandlungen? Also gibt es da so ein Thema, was wirklich ständig wiederkehrt? Also Kindesmisshandlung zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten. Man kann jetzt eigentlich nicht irgendwie den bestimmten Fall rausfiltern. Ach, das war doch klar, dass sowas da passiert. Kindesmisshandlung gibt es bei Akademikern, das gibt es in Hartz-IV-Familien, gibt es im Mittelstand, sämtliche ethnische Zugehörigkeiten. Dort kommt Kindesmisshandlung vor, auch in allen Religionen. Was mir auffällt, das ist aber eine eigene Beobachtung anhand der Fälle, die ich seit 20 Jahren untersuche, ist, dass häufig der neue Partner der noch relativ jungen Mutter dann der Täter ist, beziehungsweise der Misshandler. Und das kann ich mir als Nicht-Psychiater oder Nicht-Psychologe auch erklären, nämlich mit so einem gewissen archaischen Denken. Dieses Kind ist nicht von mir und es ist im Weg. Und das ist tatsächlich was wir häufig sehen. Mhm. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, Deutschland misshandelt seine Kinder, heißt das, zusammen mit Saskia Gudert. Der Titel ist ganz schön krass. Der impliziert so ein bisschen, dass es nicht nur der Fall ist in Einzelfällen, sondern dass es zu häufig vorkommt. Wie häufig kommt es denn in Deutschland vor? Es werden, und das sind die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik, jedes Jahr in Deutschland etwa 4.500 Kinder schwerst misshandelt. Das heißt also, das sind Fälle, die zur Anzeige kommen. Das ist jetzt nicht eine Ohrfeige oder ein Schubser oder dass ein Kind vielleicht mal mit einem Rohrstock geschlagen wird, sondern wirklich schwerst misshandelte Kinder, 4.500. Und es sterben in Deutschland tatsächlich jedes Jahr zwischen 130 und 150 Kindern an tödlichen Misshandlungen. Das sind jetzt nicht Kinder, die beim Verkehrsunfall sterben, die in einem Swimmingpool ertrinken, die aus dem Fenster fallen, sondern die werden tatsächlich totgeschlagen, totgetreten, totgebrüht, erwürgt, erdrosselt. Alles, was man sich so vorstellen kann. Das waren jetzt in kurzer Zeit ziemlich viele Bücher von Ihnen. Wer das noch mal explizit und genau nachgucken möchte, wir stellen natürlich sämtliche Buchhinweise und auch alles zu diesem Thema, was wir heute behandeln, auf planet-wissen.de. Sie haben uns ein Plakat mitgebracht, das zeigt, was sich ändern müsste, um Kindesmisshandlungen zu vermeiden. Vielleicht können Sie uns als erstes mal sagen, von wem dieses Plakat stammt. Ja, dieses Plakat hat der Deutsche Kinderverein Essen entwickelt, und zwar fußend auf unserem Buch Deutschland misshandelt seine Kinder, mit eben entsprechenden Grafikern, die auf die linke Seite mal das gesetzt haben, was wir in unserem Buch zugegeben sehr plakativ, aber um es eben auch entsprechend zu transportieren, dargestellt haben, nämlich was im deutschen Kinderschutzsystem alles schiefläuft. Und auf dieser Seite hier, wie es eigentlich sein sollte. Das heißt, die dunkle Seite und die helle Seite. Und dieses Plakat kann sehr anschaulich eigentlich demonstrieren, was alles schiefläuft und in welche Richtung es gehen könnte, was die konkreten Lösungsansätze sind. Mhm. Warum engagieren Sie sich für den Deutschen Kinderverein? Also es gibt ja unendlich viele Vereine, Verbände. Was macht den für Sie so wertvoll? Also ich bin jetzt seit anderthalb Jahren Botschafter des Deutschen Kindervereins. Bin natürlich von verschiedenen Organisationen angefragt worden. Der Deutsche Kinderverein ist für mich eigentlich der Verein, der tatsächlich ehrenamtlich, das heißt ohne dass Vorstände Geld verdienen, dass Vereinsvorsitzende Geld verdienen, sich engagiert und obwohl es ein sehr kleiner Verein ist, große Kampagnen macht. Zum Beispiel jetzt mit Andreas Burani eine Kampagne auch mit Anzeigen in der Zeit. Alles pro bono, das heißt Menschen, die kein Geld dafür nehmen, dass sie ihre Profession, ihr Wissen einbringen und ihre Netzwerke und da viel erreicht werden kann. Und mit dem Vorsitzenden des Deutschen Kindervereins Rainer Rettinger war ich vor einigen Monaten bei unserer Familienministerin, bei der Bundesfamilienministerin Frau Schwesig. Und das zeigt eigentlich auch schon die Wahrnehmung der Bundespolitik dieses sehr kleinen Vereins, der aber sehr viel bewirkt. Mhm. Nun haben Sie gerade eben ja schon gesagt, hier, wie es derzeit ist, ist so grau, die Farben sind auch nicht sonderlich fröhlich, das unterstreicht das. Und rechts, wie es sein sollte, vielleicht können Sie uns für ein Beispiel mal rauspicken, was derzeit schiefläuft und wie es einfach besser wäre. Ein ganz anschauliches Beispiel ist hier eigentlich Kinderarzt, Jugendamt, Polizei. Und wir sehen, dass die Türen dazwischen verschlossen sind. Das heißt, es findet gar kein Austausch statt.
Im Jugendamt wird keiner erfahren, ob der Kinderarzt schwere Misshandlungen feststellt. Bei der Polizei weiß niemand, oder andersrum, beim Jugendamt weiß niemand, ob vielleicht derjenige, der neue Lebensgefährte der Mutter, schon mal wegen Kindesmisshandlung vorbestraft war, vielleicht auch wegen eines Tötungsdelikts sogar schon im Gefängnis war. Da findet überhaupt kein Informationsaustausch statt. Und was wir hier dargestellt haben dann auf dieser Seite ist, wie sollte das alles zusammenlaufen? Es müsste eine ärztliche Reaktionspflicht geben, die Jugendamt und in Zweifelsfällen natürlich auch, wenn schwerste Gewalt im Raum steht, die Polizei darauf aufmerksam macht, was passiert. Es müsste tatsächlich der Anspruch, den viele in der Jugendhilfe oder auch beim Jugendamt haben, wirklich als Ritter in der goldenen Rüstung Kinder zu retten, das muss tatsächlich umgesetzt werden. Nicht diese Frustration, die da in diesen Berufen zurzeit herrscht. Und das geht aber eben nur durch entsprechende Gesetzesänderungen. Wie viel Prozent plus minus von all dem, was Sie erarbeitet haben, halten Sie für realistisch? Was könnte umgesetzt werden? Also ich denke mal, wenn 30-40% umgesetzt werden, was innerhalb einiger Jahre möglich wäre, dann wäre dem deutschen Kinderschutzsystem sehr geholfen. Und dann würde sich sehr viel verändern. Das sind natürlich Maximalforderungen, die wir da stellen, Maximallösungsansätze. Aber das ganze deutsche Kinderschutzsystem muss meiner Meinung nach wirklich revidiert werden. Da brauchen wir eine Agenda, die das auf viele Jahre angelegt durchführt. Dieses Bild, wir haben es gerade anhand der Größe gesehen, hat natürlich noch viel, viel mehr Faktoren oder trägt viele Faktoren in sich, viele Vorschläge. Deswegen verweise ich Sie noch mal aufs Netz. Es gibt das auch als interaktive Grafik. Da können Sie auf die einzelnen Bereiche draufklicken und dann poppt auch ein Textbild auf, das Ihnen noch mal beschreibt, was da im Einzelnen gemeint ist und welche Vorschläge dahinter stecken. planet-wissen.de, dort verlinken wir Ihnen das Ganze. Und anschließend auch noch die Facebook-Frage, was denken Sie denn, was müsste sich in Deutschland ändern, um Kinder besser vor Misshandlungen zu schützen? Da können Sie mit uns auf unserem Facebook-Profil sehr gerne drüber diskutieren. Es lässt sich übrigens noch mehr tun. Und was genau, das zeigt unser letzter Beitrag. Jeder Fall ist einer zu viel. Die Bilder unerträglich. Erwachsene, die geschlagen oder gebissen wurden, oder Kinder, die misshandelt wurden, mit Reitgärten geschlagen oder in kochendes Wasser getaucht. Rechtsmediziner bieten den Opfern häuslicher oder sexueller Gewalt Hilfe. Hierher können sie kommen, auch wenn sie den Weg zur Polizei scheuen. In die Gewaltschutzambulanz der Charité. Die Arbeitsgeräte der dortigen Ärztin, Zentimetermaß und Fotoapparat. Da geht es dann darum, wo ist die Verletzung, welche Farbe hat die Verletzung, wie groß ist diese Verletzung, was ist das überhaupt für eine Verletzung, ist das eine Stichverletzung, ist das eine Schürfverletzung, und daraus kann man Rückschlüsse ziehen. Was muss da passiert sein, damit diese Verletzung entstanden ist, wie alt ist diese Verletzung und ähnliches. Die Gewaltschutzambulanz wird überwiegend vom Berliner Senat finanziert. Initiator ist Professor Michael Zokos. Was will er damit erreichen? Ja, was wollen Sie damit erreichen und was kann die Ambulanz leisten? Diese Gewaltschutzambulanz gibt ein niedrigschwelliges Angebot. Das heißt, ohne Einschaltung der Polizei kann ich diese Verletzung dort dokumentieren lassen, die ich erlitten habe, um gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückzugreifen. Mhm. 382 Menschen im ersten Jahr. Was waren das für Fälle? Haben die eine gemeinsame Klammer? Also relativ kurz gesagt 30% häusliche Gewalt, 30% Kindesmisshandlung und 30% interpersonelle Gewalt, das heißt also zwischen Tätern und Opfern, Überfälle auf der Straße. Aber große Gruppe eben auch Kindesmisshandlung. Gewalt ist ja in unserer Gesellschaft sehr verbreitet. Was kann da jeder Einzelne dazu beitragen, dass das weniger wird? Und ich denke, man muss beherzt einschreiten, je nach Qualität oder je nach Charakter. Es wird nicht jeder sich dazwischen stellen, wenn einer sein Kind schlägt. Aber man kann zum Beispiel die Polizei anrufen. Ich muss auch nicht meinen Namen nennen. Die Polizei ist eben auch verpflichtet, bei Verdacht auf eine Straftat einer anonymen Anzeige nachzugehen. Das heißt, diese Angst muss man nicht haben. Dann weiß mein Nachbar ja, von wem es kommt, denn es ist ja anonym. Dann schreiben wir uns das alle mal hinter die Ohren. Erinnern Sie noch mal an unsere Facebook-Umfrage. Was muss sich Ihrer Meinung nach ändern, um Gewalt allgemein vorzubeugen, aber auch Gewalt gegen Kinder? Wir sind auch auf Twitter aktiv. Gucken Sie mal rein und klicken Sie mal auf planet-wissen.de. Ja, dann danken wir Ihnen sehr für diese vielen Informationen und auch für Ihren Appell, also sich tatsächlich zu rühren und was zu tun. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns und Ihnen fürs Zuschauen. Tschüss und auf Wiedersehen bei Planet Wissen. Tschüss.